Wenn zwei Menschen sich unterhalten und sich dabei sympathisch finden, gleichen sie sich unterbewusst automatisch einander an. Das kann sich zum Beispiel darin äußern, dass sie ihre Körperhaltung an die andere Person anpassen. Man kann es auch daran erkennen, wie man steht oder sitzt, welche Kopfhaltung man einnimmt oder was man mit den Händen macht. Aber auch die Stimme kann sich anpassen, beispielsweise die Sprechgeschwindigkeit oder die Lautstärke, wie man miteinander spricht. Wenn du also auf andere sympathisch wirken willst, versuch doch einfach mal deine Körperhaltung oder deine Stimme entsprechend auf dein Gegenüber anzupassen. Im NLP nennt man das Spiegeln. Und Spiegeln verwendet man, um Rapport herzustellen, also eine bessere Bindung zwischen zwei Gesprächspartnern zu erreichen. Für mehr Tipps wie diesen, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal.